In der beeindruckenden Architektur von Hans Hollein bietet das Museum Niederösterreich in St. Pölten seit September 2017 zwei Häuser unter einem Dach und damit zwei Museen mit einem Ticket. Im eindrucksvollen Ambiente von Star-Architekt Hans Hollein vereint das Museum Niederösterreich mit dem Haus der Natur und dem Haus der Geschichte zwei Orte der Begegnung mit Wissenschaft und Forschung. Beide Häuser haben die Kompetenz, dass wir viel Veranstaltungsprogramm machen und damit schauen, dass wir wirklich eine breite Zielgruppe abdecken. Das heißt, wir basieren unsere Ausstellungen auf den Forschungsthemen und die Forschungen geben quasi auch die Inhalte für die Ausstellungen vor. Aber damit alleine nicht genug, sondern aus den Ausstellungen heraus wollen wir ein Veranstaltungsprogramm entwickeln für Jung und Alt, für Groß und Klein. Die Besucher können sich einen raschen Überblick über die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Niederösterreichs verschaffen. Andererseits können einzelne Themen anhand noch nie gezeigter Raritäten aus den Sammlungen des Landes vertieft werden. Die niederösterreichische Geschichte ist enorm vielfältig. Das liegt natürlich schon an der geografischen Lage. Wir haben an allen großen Landschaften Europas Anteil, ja, an den Alpen, an der Pannonischen Ebene, an den Flüssen. Das heißt, es ist immer eine Gegend gewesen, in der sich sehr viel Menschen auch verschiedener Art, verschiedenen Interessen niedergelassen haben. Die niederösterreichische Geschichte ist sehr, sehr lang, denn sie hat Gebiete, die sehr, sehr fruchtbar sind. Damit haben wir schon seit der Steinzeit hier Funde und können immer wieder dokumentieren, Siedlungsentwicklung etwa im Weinviertel schon bis zu 30.000 Jahre zurück, denken wir an die Venus von Willendorf. Die niederösterreichische Geschichte ist auch deshalb interessant, weil Niederösterreich in der Mitte Europas liegt. Das heißt, an allen großen Entwicklungen, aber auch an großen Konflikten war es immer mittelbar oder unmittelbar beteiligt. Sie haben ja auch interaktive Stationen. Was für Vorteile bieten die? Interaktive Stationen bieten den großen Vorteil, dass man die Besucher und vor allem die Kinder also mit Objekten auseinandersetzen kann, wie es halt sonst eigentlich also nicht möglich wäre. Und auch die Kids sind Gäste im Museum Niederösterreich. Warum sehen wir denn heute so viele Kinder hier? Ja, wir haben heute den vorletzten Tag von Kiubu hier im Museum Niederösterreich und deswegen wurdelt es und sausen viele Kinder herum und das ist auch sehr schön. Freut mich als Intendant des Festivals besonders. Wie viele junge Besucher hatten wir denn hier in den letzten Tagen ungefähr? Also ich nehme an, wir werden so bei die 5000er heute sprengen. Das Museum Niederösterreich im Kulturbezirk St. Pölten ist Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es so weitergeht wie jetzt, dass uns die Besucher wirklich auch annehmen mit dem Haus der Geschichte und dem Haus der Natur und dass wir einfach auch den Aufschwung, der quasi mit der Initiative Kulturhauptstadt 2024 uns hier auch mit Museum Niederösterreich sehr stark betreffen wird, dass wir dieses Engagement weiterführen können und die Kompetenzen, die wir jetzt quasi haben, ausbauen können. Und das ist ein Versuch, da wissen wir noch nicht, wie alles auch gut ankommt, aber das ist halt was man ausprobieren muss und schauen, wie es funktioniert.